Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobaka, hier geht's weiter mit Phoenix Point und wir sind überfallen worden und es gab gestern schon wieder keine Folge am Montag, obwohl das doch eigentlich im Plan steht. Auch dafür gibt es einen Grund, denn wenn ihr in die Qualitätseinstellung guckt, ab jetzt gibt es das Ganze mit 60 Frames pro Sekunde und die Qualität hier im Spiel ist auch hochgeschraubt. Ich hoffe, dass das den einen Tag Wartezeit wert war. So, wir sind überfallen worden und wir haben hier unseren komischen Aspida. Das erste Mal im Einsatz. Dieses Gerät hier. Schick aussehen tut es ja. Da kann man jetzt nichts gegen sagen. Das ist schon cool. Aber ob es was kann, das weiß ich noch nicht. Da müssen wir nochmal gucken. Momentan haben wir, also wir haben dabei Red, unseren, den wir gerade auch schön in Nahaufnahme gesehen haben, der rote Corsair, Marius und Jack. Also zwei Zuschauersoldaten, wobei Jack, ich glaube, du bist schon lange weg hier, oder? Ich glaube, du guckst nicht mehr zu, denn du hast schon lange nichts mehr kommentiert. Wir gucken, wir haben hier einen Triton stehen, der sich regenerieren kann. 10 Trefferpunkte in jeder Runde. Zweimal scheinbar sogar. Dafür Rüstung nur 20, außer am Rumpf, da sind es 30. Schauen wir mal, wie wir den da wegkriegen. Und wir haben eine ganze Reihe von Spezialwaffen hier. Also Red hat ja sein Virusgewehr dabei. Und Jack hat eine Lähmungswaffe. Also das Scharfschützen, das neurale Scharfschützengewehr. Mit 20 Lähmungen. Na gut, wo kommen wir hin? Also Jack hat sich hier dummerweise so ein bisschen, der ist gerade aufs Klo gegangen, kurz bevor wir überfallen wurden, oder duschen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall steht der ein bisschen doof hier in der Gegend rum. Und der muss da erstmal rauskommen. Wir könnten natürlich sprinten. Wenn wir hierhin sprinten, kommen wir mit Sicherheit auch so weit, dass wir den nochmal erreichen können. Kostet uns einen, wir können da nicht mehr wechseln. Ich weiß ja nicht, ob dieses Neurale, also ob wir mit der Lähmung so viel anstellen wollen. Oder ob wir nicht lieber wieder auf das andere Scharfschützengewehr umschalten. Aber vielleicht machen wir das einfach mal. Kommen wir hier raus. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir das mal kurz sein lassen, von wo wir ihn treffen. Von da würden wir ihn schon treffen. Von hier auch. Das ist eigentlich wurscht, wo wir da hingehen. In Deckung kommen wir allerdings mit dem Sprinten jetzt nicht. Aber ich mache mir jetzt nicht so riesen Sorgen um den. Dann betäuben wir den doch mal, oder? Oder wir werfen eine Granate. Na komm, wir rennen hier erstmal rüber. Sprinte, mein Freund. So. Dann könnten wir ihn, ja, zumindest halb lähmen. Wenn wir jetzt noch so einen Neuraiser dabei hätten, könnten wir gleich alle gefangen nehmen mit so einem Ding. Aber machen wir es erstmal mit dem Lähmen. Oder Granate, Moment, Moment, Moment. Muss man einmal gucken, was Red machen kann. Virus ist ja schön und gut. Aber vielleicht, na hier ist das Ding, glaube ich, im Weg. Vielleicht machen wir auch mit der dicken Wumme. Hauen wir da einen drauf. Ich gehe mal in Position und schau mal, wie gut das aussieht. Na, 50%. Es wird wahrscheinlich nichts, ne? Also es ist ein bisschen unter 50%. Und so viel Glück haben wir normalerweise nicht. Ich probiere es trotzdem mal. Jawohl, ja. 214 Schaden, minus 20 Rüstung, deaktivierter Arm. Und er hat sich nicht unsichtbar gemacht. Ich weiß nicht, ob er es nicht kann. Dann würde ich doch mal auf die Pistole zurückgreifen vielleicht. Denn wenn wir hier noch... Wir können dreimal können wir noch schießen.
Machen wir das von hier? Ja. Sehr guter Schuss. Na gut. Dann wäre es cool, wenn wir den Kopf treffen vielleicht beim nächsten Mal. Mist. Schon wieder daneben. Mann, Jack, wirklich. Probieren wir es nochmal. Diesmal auf den Arm. 3 Schüsse, 40 Schaden. Naja, gut. Dann gucken wir mal, ob wir den Rest mit Mariusz erledigen können. Das sollte eigentlich auch nicht das Problem sein. Das hätten wir schon vorher machen können. Okay, dann gerne, tja, Bodenposition. Ich habe keine Ahnung, mehr Gegner haben wir gerade nicht. Wir müssen ja nur eine Weile überleben und ich glaube, mit dem Wagen, den holen wir mal zurück, hier auch irgendwie in unsere Gegend. Jetzt ist die Frage, wo der, die machen ja immer so viel kaputt, ne? Ich will gar nicht, dass er so viel kaputt macht. Hier vielleicht hin. Erstmal. Feind gesichtet. Ah, da hinten ist einer. Okay. Da kommen wir natürlich mit dem Wagen wieder nicht hin. Das war ja klar. Was ist denn das für einer? So ein Wurmschmeißer ist es scheinbar. Wieder Sprengbomben. Das ist auch neu. Explosion 3, Zerfetzen 3, Stoß 50. Rüstung 30. Obwohl, nee, Rüstung 30 ist eher... Und den Schockstampfangriff. Es sieht übrigens tatsächlich wieder so aus, als ob hier wieder keine Munition drin ist in dem Ding. Oder ist das noch drin da? Diese Fahrzeuge, ich weiß nicht so genau. So, wir fahren trotzdem, ja, weil wir können da ja nicht, also hier durchs Gebäude geht es scheinbar auch nicht. Insofern fahren wir mal außen rum. Damit wir nicht alles zerstören. Und dann, ja, hier darfst du mal durchbrettern. Ja, wieder Deckung kaputt. Dann kommst du mal zur Gruppe dazu. Und dann schauen wir mal, was hier so passiert. Obwohl, ah, Sprengbomben. Vielleicht sollten wir uns nicht, jetzt zu spät, nicht draußen hinstellen, wollte ich gerade sagen. Gut, schauen wir mal, was die... Da kommt noch ein Chiron. Schild aufgestellt, okay. Da kommt noch einer. Ums Eck. Oh, der kann auch schießen. Und da kommt noch einer. Der hat nicht geschossen, aber hier kommt der Nebel durch. Okay, das war's erstmal. Das ist doch nicht so schlecht. So, da glaube ich... Schauen wir mal das Virusgewehr einmal kurz. Den könnten wir abschießen. Aber den kriegen wir auch mit Red, glaube ich, einfach kaputt jetzt von hier. Was heißt kaputt? Nicht ganz kaputt. Vor allem müssen wir uns mal aus dem Nebel rausstellen. Aber ich glaube, wir können uns hier einfach hinstellen, oder? Auch da können wir nochmal gucken, wer das ist. Beziehungsweise was er kann. Granatwerfer und Schere. Ja, den bumsen wir da jetzt einfach weg. Bis der hier durchkommt. Das sieht doch ziemlich gut aus. Kopf, Rumpf. Eigentlich egal, ne? Beim Bein gibt es noch ein bisschen mehr. Machen wir es mal auf den Rumpf. 204 Schaden, deaktivierter Rumpf, minus 70 Rüstung. Das sieht gut aus. Tja, und du? Kriegst du irgendwo irgendjemanden von hier? Vielleicht könntest du mit dem Granatwerfer, obwohl da stehen wir jetzt ein bisschen nah dran, aber wir würden hier hinten hinkommen zu dem, wenn wir uns nicht zu weit wegstellen von der Wand vielleicht. Dann gehen wir mal einen Schritt näher ran an die Leute. Einfach nur mal, um den Winkel zu verbessern. Ja, da ist ja auch ein Baum dazwischen, ne? Das wird doch nie wieder was.
Das fliegt doch hier wieder gegen irgend so ein Ding. Das gefällt mir nicht. Wir können probieren, den Winkel so ein bisschen zu verbessern, aber ich befürchte, egal wo wir hingehen, geht das Ding gegen diesen Baum. Aber es gibt jetzt auch keine so richtig andere Möglichkeit. Insofern probieren wir das einfach mal wieder. Hier geht's auch hin? Nee, doch, da. Oh, hier. Ist da kein... Ah, hier ist das Gebäude. Möglichst weit links dran vorbei, würde ich sagen. Weil da wird es dann eng. Probieren wir es hier mal. Bitte. Nicht gegen den Baum. Sehr gut. Okay, deaktivierter Arm, Schild kaputt. Und bluten tut er auch. So, dann haben wir noch das schöne Auto, das wir nicht brauchen. Ja, das fährt mal hier rüber, wa? Achso, jetzt machst du wieder alles kaputt. Nein, nicht alles kaputt machen. Die ganze Deckung immer kaputt machen. So, schießen geht nicht. Dann fahren wir hier mal näher ran, damit wir vielleicht beim nächsten Mal mal angreifen können. Und dann kannst du wahrscheinlich da stehen bleiben. So, und was machst du jetzt? Du könntest mit der Pistole den nochmal weghauen. Virus brauchen wir gerade gar nicht. Und dann stellen wir uns noch weiter weg. Weil ich glaube, wir müssen jetzt nicht hier große Punkte-Sammeln-Aktionen machen. Die Frage ist, wo wir nach den drei Zügen hin müssen. Wo wir hier rauskommen. Also hier oben gibt es auch nochmal Willenskraftpunkte, da und da. Da kann man sich eigentlich ganz gut verschanzen. Das Problem wird nur sein, wahrscheinlich müssen wir hier dann irgendwie uns evakuieren. Aber gut. Dann machen wir das so. Hier ist natürlich echt auch der Typ. Weiß nicht, ob der uns gleich gefährlich wird, aber auf jeden Fall kriegen wir den erstmal hier weg. Jawohl. Und dann stellen wir uns wo stellen wir uns denn mal hin? Hier vielleicht. Und machen dann einen Overwatch mit der Pistole einfach in diese Richtung. Vielleicht kriegen wir dann den Triton auch noch ein bisschen beschädigt. Da hinten kommt noch einer. Ah ja, sehr gut. 40 Schaden. Naja gut, 40 Schaden ist jetzt kein Bringer, aber... Minus 4 Willenskraftpunkte durch Chamäleon des Schmerzes. Achso, durch den Schuss jetzt gerade tatsächlich. Und Nebel bringt ja auch nochmal. Und jetzt kommen die Bomben. Okay. Minus 17, minus 30, minus 6 Rüstung. Okay, die Bomben sind jetzt nicht so krass. Also wenn das jetzt 3 Granaten gewesen wären jeweils, dann hätte ich mir jetzt richtig Sorgen gemacht. Aber es sieht nicht ganz so krass aus. Na gut. So, Fahrzeug. Jetzt steht doch hier... Ah, du kannst was machen. Irgendwas geht mit dem Fahrzeug. Das ist doch schon mal gut. Dann fahren wir mal hier hin und zerstören wieder alles. Och Mann, ey, wirklich. Ich würde wirklich sehr, sehr gerne ein Fahrzeug benutzen, ohne dass es einfach nur alles kaputt macht an Deckung und ansonsten so wenig bringt. Aber gut, 2 Aktionspunkte für einen elektrischen Schlag. Das schauen wir uns mal an, wie das aussieht. Ah, okay, das sieht ganz cool aus eigentlich, mit so Armen. 40 Lähmung, der Typ ist gelähmt, das ist natürlich nicht schlecht. Okay, könnten wir also, wenn wir denn was hätten, obwohl nee, wenn sie gelähmt sind, dann nehmen wir sie ja mit, oder? Egal, ob das mit dem Neuraser ist oder nicht. So, du kannst eindeutig den jetzt erledigen. Hier kommt noch einer. Was machen wir mit dem? So, wir könnten natürlich
sprinten und dann zweimal schießen. Wir könnten auch einmal laufen und dann dieses Ding, den Wutausbruch, mal machen. Müssen wir allerdings gut treffen, wobei ich glaube, das dürfte eigentlich gehen. Ich gehe mal hier vorne hin. Und schau erstmal, nee, wir können ja direkt Wutausbruch machen. Auf den Kopf. Moment, dann müsst ihr jetzt da oben. Reicht das dann? Bei 20 Rüstung und nur 27 Schaden ist das natürlich so eine Sache. Aber es geht auch ein bisschen Rüstung weg mit jedem Mal. Vielleicht reicht's. Na, der bewegt sich jetzt. Das war doch früher anders. Ah, das scheint auch mit dem neuen Patch drin gewesen zu sein. Ich habe das irgendwann mal gesagt, dass man ja sehr gut eigentlich erst zielen kann und wenn der schlecht steht, dass man dann nochmal rausgeht, wartet, bis er sich bewegt hat und dann nochmal zielt. Das scheinen sie jetzt geändert zu haben. Jetzt bewegt er sich die ganze Zeit. Was allerdings auch heißt, dass wir jetzt eine Stunde warten müssen, bis der Kopf wieder hier ist. Komm, mein Guter, beweg dich, dreh dich. Jetzt geht es nämlich schneller eigentlich. Ach Mann, jetzt dreh dich schon. Also, die Spannung steigt. Wir warten, bis der Kopf in Sichtweite kommt. Heute noch, bitte. Da ist der Kopf. Komm, komm. Komm. Okay, jetzt habe ich keine Lust mehr. Na, aber Rumpf wollen wir nicht treffen. Arm dann eher. Arm oder den anderen Arm. Und nicht die Schere, bitte. Na gut, komm, wir machen das jetzt. 1, 2, 3 deaktiviert. 270 hat natürlich nicht gereicht. Zwei Arme deaktiviert, aber leider nicht ausreichend. Na gut. Dann gehen wir einen Schritt weg. Der ist gelähmt. Achso, wir können sogar noch zwei Schritte weg. Ach, wir hätten ja nochmal schießen können, oder was? Na gut. Stellen wir uns neben den Gelähmten. Und bleiben da stehen. Und Red könnte jetzt den erledigen. Was er, glaube ich, auch einfach mal macht. Nicht ganz erledigen. Wir machen das wieder zu zweit. Erst haut Red ihm den Rumpf weg. Jawohl. Damit kann er sich nicht mehr verstecken. Dann gehen wir mit Red auch nochmal aus dem Weg. Ein Stück weiter. Und Jack darf in dieser Runde nur mit der Pistole schießen. Aber diesmal bitte wieder treffen. Wo ist denn jetzt der kaputte Rumpf? Da können wir scheinbar nicht hinschießen. Ziehen wir mal aufs Bein. 50. Und noch einmal. Jawohl. Sehr gut. Und dann bewegen wir uns auch noch ein Stück weg. Und jetzt ist natürlich die Frage. Ja, wohin wollen wir denn mal overwatchen? Ach so, da hinten hin. Na ja, gut. Es wird wahrscheinlich nichts, ne? Aber wir machen das mal. So, und du könntest dich auch noch ein Stück bewegen. Bewegen wir den mal lieber weg, weil ich glaube, die Bomben, wenn die auf den zielen... Ach so, wir könnten ja zu ihm fahren können. Ach, ich bin auch doof. Na gut. Sieht jetzt momentan nicht so gefährlich aus, dass wir uns hier Riesensorgen machen müssen. Da kommen die nächsten Bomben. Wenn sie aufs Fahrzeug gehen, ist es eigentlich gut für uns. Da hat es aber auch die Iron Fury getroffen. Das ist die Pistole von Jack, glaube ich. Ja, der ging daneben. Aber tatsächlich hat ein Overwatch funktioniert. So, abgeschlossen. Wo müssen wir hin? Ah, sehr gut. Okay, wir sind nicht so weit weg von unserer... von unserem Evakuierungsort. Bis der wieder fit ist, dauert es noch eine Weile. Eigentlich ist hier überhaupt nichts, irgendeine Gefahr gerade, oder?
Dann hauen wir jetzt wirklich ab. Kommen wir alle schon zurück? Ah, heilen können wir auch, ne? Das könnte man auch nochmal gucken. Aber ich glaube, wenn wir jetzt alle es schaffen... Nee, natürlich nicht. Jack schafft es um einen Punkt nicht. Pass auf, dann gehst du hier hin. Feind gesichtet, okay. Wo ist der nächste? Da hinten. Jetzt kommen sie, die Viecher. Dann warten wir nochmal eine Runde. Und gucken mal, ob wir von hier... Moment, wir kriegen ja den auch von hier. Mit dem Virusgewehr. 20 Lähmungen reicht natürlich nicht, aber okay. Also, mehr Lähmung ist auf jeden Fall hier mal eine Option für die Zukunft, würde ich sagen. Jetzt könnten wir dem nochmal ein bisschen Virusschaden geben, wenn wir den denn treffen von hier. Wieso stehen wir denn schon wieder im Nebel? Stell dich doch aus dem Nebel. Ich glaube auch, wir können uns hier relativ offen hinstellen. Hier ist nur das Ding davor. Gehen wir mal nur einen Schritt zur Seite. Stehen hoffentlich jetzt nicht mehr im Nebel. Atron, nicht Chiron. Ich habe am Anfang mal Chiron gesagt, ne? So, probieren wir es mit dem Virusgewehr. Das hat den Ausrüstungs... das Maschinengewehr getroffen, leider. Aber von hier aus... Du würdest theoretisch von hier auch bis zur Evakuierungskone kommen. Ja, dann... Dich brauchen wir nicht. Ach so, was anderes kannst du gar nicht treffen. Na gut, dann gehen wir einen Schritt weg. Obwohl, jetzt kommen hier die Bomben hin. Das ist natürlich doof. Fällt mir gerade ein. Da kriegen wir natürlich jetzt ein bisschen was ab. Ach, das ist doch auch schlecht. Ja, ich dachte, wenigstens kriegen wir das Maschinengewehr jetzt kaputt. War aber leider auch nicht so. Dann ist jetzt die Frage, ob wir das einmal probieren. Was auch immer das ist, einfach, dass wir es mal probieren. Das ist die vollständige Wiederherstellung. Ziel wird vollständig geheilt und repariert. Na, mach mal. Das sind die gleichen Arme. Plus 200 Gesundheit, alles klar. Das ist nicht schlecht. Und dann hauen wir mal ab und hoffen, dass wir die Bomben in die richtige Richtung lenken damit. Alles klar. Show me what you wanna do. So. Ja. Da kommt nur noch eine. Nee, doch nicht drei kommen. Oh. Deaktiviertes Bein. Scheiße, da ist was explodiert. Um Red herum ist da irgendeine Tonne explodiert. Da habe ich nicht drauf geachtet. Das ist natürlich nicht gut. Der Triton von oben könnte auch ein bisschen doof sein, zumindest. Obwohl, er hüpft schon wieder runter. So, du kannst leider nichts mehr machen. Das ist natürlich doof. Kannst du jetzt nochmal heilen? Ja, das kannst du. Du kommst ja quasi raus hier, ne? Und du kommst vielleicht... Ja, das ist nur einer... Damit müsstest du eigentlich... Moment mal. Dann bringen wir Red mal raus. Mit 30 Bluten und so weiter ist das auch nicht gut. Und dann bringen wir dich hier hin und heilen den, bevor wir ihn evakuieren. Moment. Und wir fahren noch dahin. Nee, Moment. Wir fahren hier hin, um noch so ein ganz bisschen zu haben. Und können dann auch das Ding evakuieren. Okay, sehr gut. Vollständige Wiederherstellung, bitte. Das würde mich jetzt interessieren, ob der Arm jetzt auch wieder funktioniert. Jawohl, aktiviertes Teil. Okay, das ist natürlich cool. Und wir können das Fahrzeug betreten. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Auch das ist cool.
Jetzt ist die Frage, ob Red noch rauskommt. Bis da kommt er. Das müsste doch reichen. Oder? Nee, der darf jetzt nichts mehr machen. Er muss jetzt da eine Runde stehen bleiben. Und Jack kommt aber auch raus. Okay. Dann bringen wir jetzt alle hier raus. Außer Red. Und hoffen, dass der nicht so richtig was jetzt auf den Deckel kriegt mit... Ach doch, geht doch. Okay. Dann hauen wir jetzt ab. Überfall überlebt. Jack kriegt nochmal einen Stufenaufstieg auf Klasse 6. Der Aspida ist ein bisschen beschädigt. 800 Punkte. 8 Fertigkeitspunkte dazu bekommen. Alles klar. Das ist doch nicht so schlecht. Hinterhalt überlebt. Deine Truppen widerstehen dem Feind. Okay. Das ist gut. Jetzt ist nur die Frage, ne? Also gut, wir haben sowieso diese Manticore 2 wahrscheinlich, genau. Obwohl, Gesundheit ist schon wieder fit. Die sind alle sofort wieder fit. Dann schauen wir einmal kurz, was wir mit Jack machen jetzt. Auf Stufe 6. Wenn du einen Körperteil deaktivierst, dann entfernt dies auch dessen Rüstung. Mhm. Und die Todesmarkierung. Und wir haben das Zurückschießen ist natürlich auch cool. Erhöhte Fähigkeit mit Sturmgewehren, Quarterback für Granatenreichweite, Bonus Tarnung, Neuladen kosten nichts, Truppen zusammenrufen. Was machen wir denn mit dem? Also diese Lähmung ist wirklich nicht so schlecht. Ich würde jetzt mal nur nach der Erfahrung sagen, wir nehmen lieber das so rum als andersrum. Also, achso, warte mal, Sicherheitsverwahrung, haben wir da jetzt noch einen neuen Atron gefangen? Ja, haben wir. Den haben wir tatsächlich direkt mitgenommen jetzt. Das ist doch gut. Das heißt, wir haben 238 plus 182, weil wir brauchen den ja nicht, oder? Was sollen wir mit dem? Macht doch schon mal 300, 400 und ein paar zerquetschte. Wir brauchen aber 600. Aber so weit sind wir nicht mehr entfernt, auch den Mutok mal auszuprobieren. Tiamat-Entwicklung haben wir. Ich meine, Chiron gefangen. Haben wir das nicht schon ewig? Achso, das ist ein Chiron, genau. Das andere haben wir schon, ne? Die 10% plus. Dann können wir ja eigentlich die doch alle wegschmeißen hier. Aber was sollen wir mit denen noch? Wir haben sie erforscht. Was läuft jetzt? Die Tiamat-Entwicklung, genau. Also insofern, komm. Dann kommt der Atron, wird geerntet. Und der Triton wird auch geerntet. Das reicht gerade nicht. 80, 590 haben wir dann. Aber gut, wir ernten auch den Giftwurm. 590, 5 Runden. Na gut, na gut, na gut, na gut. Christopher hat zu Hause bei Phoenix Point auch noch eine Aufrüstung gekriegt hier. Und kann entweder den Berserker oder beim Heavy Training ein bisschen dazu kriegen. Deaktivierte Körperteile bleiben funktionsfähig, ist natürlich auch nicht schlecht. So, der Mann mit dem Säuregewehr und dem Hammer. Na gut, na gut, na gut, na gut. Da die jetzt tatsächlich ja alle noch fit sind, ne? Also wir müssen uns natürlich überlegen, wie wir die steigern. Aber es sind hier alle quasi noch einsatzbereit. Da machen wir jetzt Folgendes, nämlich das, was ich eigentlich zum Ende der letzten Runde machen wollte. Und zwar starten wir mal oder schauen uns mal den Gefangenen des Eises an mit beiden Fliegern.
Gefangener des Eises. Unsere Soldaten haben das Kryogenetiklabor entdeckt, das Symes in seinen Notizen erwähnte. Endlich, nach Jahrzehnten gefühlt. Es scheint sich um eine Art Regierungseinrichtung zu handeln oder sogar ein Geheimlabor. Soweit wir sagen können, kam Symes hierher, um Proben zu untersuchen, die in den 1960er Jahren gesammelt wurden. Leider hat eine Gruppe Plünderer die Anlage entdeckt und hat sie zu ihrem Stützpunkt gemacht. Alles klar. Das würde ich kurz abbrechen, denn ich glaube, das ist jetzt hier die Manticore 2, die da gerade ist. Das machen wir lieber mit der Manticore 1, denn die hat die besseren Leute gerade mit dabei. Beziehungsweise nicht dieses Auto. Anna ist dabei, Jeremy, Patty ist dabei. Okay, das machen wir beim nächsten Mal. Endlich den Gefangenen des Eises da mal rausholen und das Kryotechniklabor durchsuchen. Bis dahin, macht's gut.